Okay, ich habe gemerkt, mein Zeitgefühl war on point. Die letzte Folge war genau 29 Minuten noch was. Also quasi perfekt knapp unter 30 Minuten. Besser war, hätte mein Timing also gar nicht hinbekommen können. Ja, mein Zeitgefühl. Ich sollte mich öfters mal auf mich verlassen. Würde mir ganz gut tun. So, okay, wir haben Spitzhacken, wir haben eine Schippe, damit können wir weitermachen. Ab nach unten. Ab in die Höhle des Löwen. Okay. So. Gleich dreimal Gold. Und Kohle. Vielleicht ganz schön viel Kohle. Und ich sehe nichts mehr. Dankeschön. Wow. Was mache ich hier gerade? Okay. So, haben wir eine kleine Grube. Oh. Okay, so, jetzt brauchen wir nur noch einen Ausgang, einen relativ sinnvollen. So, hat sich hier gerade angeboten, von daher easy. Ach komm, scheiß Stufe. Da fällt ja in die Tiefe und bricht dir das Genick. So. Wie machen wir weiter? Ich weiß gerade gar nicht, was. Ach du Kacke. Ach Mann, ey. So, wir haben hier eine Stufe. Also, hier geht es weiter, dann geht es da weiter, dann geht es jetzt da weiter. Ja, das war intelligent. Noch eins. So. La la la, genau. Hä? Doch, genau. Das muss auch noch weg. So, und jetzt geht's einfach 1-1 weiter. Und wieder Gold. Das heißt also, wir kommen unwillkürlich langsam echt in tiefere Gefilde. Das Gold ist ein untrüglicher Beweis. Achso, ist doch. Aha, danke schön. Mal gucken, was wir mit dem Gold machen. Ich meine, selbst wenn wir so viel Werkzeuge das Gold nicht gebrauchen können, weil das ein Weichmetall ist und damit
nicht wirklich stabiler ist als Eisen. Ich glaube, es ist sogar noch instabiler als Eisen. Aber wir können das Gold zum Beispiel verwenden, um uns einen vergoldeten Apfel zu bauen, zu machen. Ich meine, 8 Gold haben wir jetzt mittlerweile definitiv, von daher. Ansonsten können wir uns natürlich auch mit dem Gold Eisen kaufen, klar. Also wenn wir mit dem Gold gar nichts anfangen können, haben wir zumindest nicht viel Eisen dadurch, weil für ein Gold kriegen wir 3 Eisen bei dem aktuellen Marktpreis. Außer JJK1 hat da was geändert. Aber soweit ich weiß, ist der Marktpreis, wie gesagt, also das Marktverhältnis gerade 3:1. Ach, wird schon wieder dunkel. So. Ja, haben wir es noch fast geschafft. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir gleich auf Lava kommen. Ich weiß nicht warum. So. Meine Rechnung hält auch schon wieder auf, ein untrüglicher Beweis dafür, dass wir gleich auf Lava-Niveau kommen. Dem wird nämlich langsam auch ganz schön warm. Und schon geht der Rechner wieder aus. Also die Lüftung. Also sind wir am Lava vorbei. Scheiße. Ich wollte doch einen Lava haben. So, genau. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Sachen angeschnitten mittlerweile so als Special. Einmal meine uralte Mindtest-Welt, also Mindtest-Version 3. Schlag mich tot, 3.1. Ansonsten haben wir noch Projektoren frei, dann haben wir Skyblock, naja, Skyblock mehr oder weniger so instabil wie er läuft. Von daher würde ich mal ganz ehrlich sagen, wenn irgendjemand von irgendeiner dieser Let's Plays mehr haben möchte, tut euch keinen Zwang an, schreibt einfach in die Kommentare und dann können wir da ja durchaus noch mal ein bisschen was nachlegen. Meinetwegen gerne wieder als Boom-Ersatz-Special quasi. Ansonsten, wie gesagt, bei dem Vanilla-Let's Play, da steht ja auch noch in der Auswahl, praktisch den 1:1 komplett zu ersetzen mittels den anderen. Ja, deswegen. Ihr könnt natürlich auch noch, wenn ihr andere Wünsche, also ganz andere Wünsche habt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für andere Server, beziehungsweise andere Subgames, die ich mal testen soll, aber bitte schöne Subgames in dem Sinne, dass sie, ja, wie sagt es am dümmsten, also ich persönlich mag es, wenn es leichtgewichtig ist, ja, also irgendwelche Subgames oder Server, die mit Home Decor komplett überladen sind, mag ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber mit sowas kann ich persönlich einfach nichts anfangen, sondern ich persönlich mag es halt schlicht und einfach, so wie halt Mein Klon oder Mein Test oder also Vanilla Mein Test oder halt ein bisschen gemoddetes Vanilla Mein Test, dass man so ein paar Sachen hat.
Aber halt nicht, dass jetzt, ja, also nichts überladen ist halt. Ich meine mal hier, wie gesagt, man sieht ja hier, Mods. Das ist schon eine ganz schön heftige Liste, ja. Aber es gibt Server, die haben einfach mal eine Liste, da ist quasi gleich gesagt der Bildschirm voll. Ich meine, es war schon noch gut, aber erstens haben solche Server in der Regel einen riesigen Lag, was das Ganze natürlich nicht gerade von der Spielerfahrung her schön macht. Und zweitens, ja, ist das halt einfach ein bisschen overpowered. Jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Text da oben im Bildschirm. Wow, Ronny hast du fein gemacht. Das wettet dein Display quasi gleich um 100% auf. Ich meine, in die andere Richtung war ja auch kein Spiel mehr. Aber wie gesagt, bei Vorschlägen, ich werde es auf jeden Fall immer angucken und dann werde ich dann natürlich, also wenn mir das jemand als Kommentar schreibt und mir was vorschlägt, werde ich dann dementsprechend natürlich auch darauf antworten auf den Kommentar mit entweder ja mache ich dann und dann oder nein mache ich nicht, wegen weil. Also wie gesagt, einfach schreiben und dann werden wir sehen. Bei Vorschlägen. Boah, Digga, die ersten Diamanten sind also definitiv auf Lava-Niveau. Yes, unsere Mission trägt Früchte. Oh my goodness, Diamanten! 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 Na komm her! Diamanten! Oh mein Gott. Gleich so viele vor allen Dingen. Nur aufpassen, weil so viele Diamanten wie jetzt hier sind, kann es echt sein, dass wir jetzt mittlerweile im Lavaniveau drin sind, also praktisch genau auf der Höhe, wo unsere ganze Lava fließt. Heißt also, wenn wir jetzt hier über der Seite irgendwie wegbauen, kann es direkt sein, dass da eine Lava rauskommt. Das wäre natürlich nicht so schön, vor allem jetzt, wo wir Diamanten haben. Sind gleich die ganzen Diamanten wieder weg. Was jetzt? Hier, dann geht es hier runter, ne? Genau. Digga, so viele Diamanten. Oh. Ich fühle mich so fly high. Hi, hi, fly. Hi, fly. Ja, war ein Spiel auf High Five. Lasst mich in Ruhe. Kann ich mich ein bisschen Licht hinsetzen? Da. Ach ja, Redstone gibt es ja auch. Da bekommt man ja immer gleich so viel. Siehst du, ein bisschen Beleuchtung hier. Die leuchten bereits. So. Ein bisschen Licht brauch ich hier eine Fackel mehr. Ich meine, so viel Licht machen die leider nicht, aber wäre schon witzig. Dann sollte unsere Reise bald ein Ende haben. Aha, ja, wir sind auf Bedrock-Niveau. Habt ihr das gerade gesehen? Ich werde es nicht nochmal zeigen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, habt ihr Pech gehabt. Oh doch, man sieht es jetzt. Da, Bedrock-Niveau. Wir sind auf dem Grund angekommen der Welt. Yay, geil. Okay, heißt also, ab jetzt wird nur noch geradeaus, also ab jetzt, wie gesagt, verteilen wir uns in die Breite und so weiter und so fort. Wir haben es geschafft. Gut, dann heißt es jetzt, ja, das ganze Ding hier ausbauen. Das heißt, wir setzen die Dinger hier hin. Dann bauen wir die Decke aus. Was auch nochmal 20 Folgen dauern wird wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen tricky. So, ach so, ja genau, bis hier habe ich schon. Aber jetzt warte ich hier gleich hoch und baue die gesamte Decke aus.
So soll sie letztendlich aussehen. Da müssen wir doch ein bisschen was für tun. Digga, unsere Inventar schon wieder voll hier. Ach, ich schmeiß mal alles raus hier. Bam, bam, bam. Oh, die Kiste ist auch schon wieder voll. Verkackte Kacke. Warum haben wir so viel Gerümpel? Wir haben noch mehr Sternplatten hier. Hä? Hat die die vorhin übersehen gehabt oder was? Ich glaub nicht. Wieso verlieren wir eigentlich kein Fleisch? Wir müssen doch schon längst Hunger haben. Was ist denn jetzt schon wieder los? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Na gut, halt bis wo? Da. Ab hier. Alter, hä? Hä? Doch, genau. Hä? Doch. Boah, Alter, ich bin gerade hier richtig. Was ist hier los? Hier unten Schaden, da ist ja irgendwie eine Höhle für Tiere reinfallen oder was? Verstehe das nicht. Ah, naja. Ein Glück sind wir so weit oben. Ich muss mal kurz was holen. Nee. Was bauen, nicht was holen. La, la, la. Oha. Und damit sind unsere Stöcker auch leer. Also, fast leer. Auf jeden Fall so weit leer, dass wir daraus nichts mehr Sinnvolles machen können. So. Jutschen, haben wir die Decke auch fast fertig? Ah, siehst du noch mal Eisen hier bekommen? Nicht verwirrt. Ach ja, wir haben hier zu viel abgebaut. Na, war doch klar. Ja, ich mache erstmal diese Dinger hier weg, damit ich hier nicht durcheinander komme, weil der eins versetzt ist. Alles bis Stein brauche ich alles nicht. Talerchen, die brauche ich. Eigentlich nicht wirklich, aber ihr versteht schon, was ich meine. Wow, Lapis Lazuli. Wenn wir es zwar wahrscheinlich niemals brauchen, weil es ist halt jetzt noch relativ useless. Keine Ahnung, ob da später noch ein Feature hinzukommt, womit man es dann gebrauchen kann. Aber derzeit ist es halt einfach useless. Da kannst du nichts anderes sagen. Es ist einfach Müll. Oh, achso. Wow. Halt also auch mit Schleichen kann man auf solche Dinger raufklettern. Habe ich gerade ein bisschen gewundert. Hä? Oh Leute. Achso, hier. Hä? Doch. Ah, okay, ja, hier war der Fehler, an der Stelle. Genau, sonst kannst du auch Sinn.
Aber sind wir zu breit? Ja, hä, wir sind viel zu breit. Oh Leute, was ist hier los? Hilfe! 1, 2. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben den ganzen Tunnel also breit gebaut. Oh, das gibt's doch gar nicht. Boah, ey. Da werden wir viel Cleanstone brauchen, weil das werde ich alles neu verputzen. Das könnt ihr aber wissen. Hä, ab hier habe ich wieder richtig gebaut. Ich habe mich selbst korrigiert, ohne es zu merken. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Bin ich auf Drogen oder bin ich auf Crack oder bin ich auf Crack-Drogen? Ich will es gar nicht wissen. Lass mich einfach in Ruhe. Ich glaube, meine Zeit ist vorbei. Ich schaffe es nicht mal mehr, solche Aufbauspiele zu spielen. Also echt traurig. Wobei, ist ja kein Aufbauspiel, ist ja eher ein Sandbox-Game. Also Sandkastenspiel. Ich habe Sandkastenfreunde gefunden, Mami. Krieg ich jetzt ein Eis? Oh, schön alles her damit. Falls wir da auch total damit bei sind. Die nehme ich mal lieb gerne. Ach komm hier. So. Okay. Jetzt können wir zum zweiten Durchlauf. Und zwar das Dach aushöhlen, also rund machen. Jetzt, wo die Vorarbeit geschaffen ist, ist das auch wesentlich übersichtlicher, wesentlich einfacher damit. Kommt die Leute schon wieder raus? Hä? Wow, wesentlich einfacher und verbraucht ihr trotzdem. Kann sein, dass irgendwas nicht hinhaut? So, jetzt muss es wieder hinhauen, ne? Ah, genau, jetzt ist es wieder. Aber ich glaube, ich mache an der Stelle schon eine Aufnahmepause, schon wieder halb. Also schon wieder eine halbe Stunde rum, wahrscheinlich. Also, diesmal ist das weniger als eine halbe Stunde, ja. Aber, damit ich danach immer weiß, wann ich Pause machen muss, mache ich jetzt 25 Minuten Folgen und dafür dann immer zum halben Stundentakt. Habe ich immer genau eine halbe Stunde. In dem Sinne, schau mit V.